Eines Tages beschloss ein Wolf, der sich gerade den Bauch vollgeschlagen und kein bisschen Hunger mehr hatte, einen kleinen Spaziergang zu machen. Nach dem Essen soll man ruhen oder 1000 Schritte tun, sagte er zu sich. Und außerdem höre ich dann noch mal wieder, was so über mich gesagt wird. Im Wald begegnete er einem hübschen kleinen Hasen. Grüß dich, Schönöchen. Sag mal, wer ist der Stärkste im ganzen Land? Der Stärkste im Land, das sind Sie, Meister Wolf, antwortete der Hase. Das kann niemand bezweifeln und keiner bestreiten und ganz sicher ist es auch. Stolz spazierte der Wolf weiter. Wie gut fühle ich mich doch in meinem Fell, brummte er und sog den Duft von Eichen und Pilzen ein. Kurz darauf begegnete er Rotkäppchen. Weißt du eigentlich, wie gut dir diese Farbe steht? Du bist ja zum Fressen hübsch. Und dann fragte er. Sag mal, meine Kleine, wer ist der Stärkste im ganzen Land? Großer Wolf, das sind Sie. Sie sind das, antwortete Rotkäppchen wie der Blitz. Da gibt's kein Vertun. Sie sind der Stärkste im ganzen Land. Es ist doch genauso, wie ich es mir gedacht habe. Ich bin der Stärkste im ganzen Land. Das höre ich einfach zu gerne. Und am liebsten so oft wie möglich. Nichts tut mir so gut. Wunderbar, freute sich der Wolf. Da kamen 3 kleine Schweinchen auf ihn zu. Was sehe ich da? 3 kleine Schweinchen so weit weg von ihrem Zuhause. Das ist aber unvorsichtig. Sag mir, klein Würstchen, wer ist der Stärkste im ganzen Land? Der Stärkste, der Kräftigste und der Schönste, antworteten die 3 kleinen Schweinchen wie aus einem Munde. Das sind natürlich Sie, großer böser Wolf. Alle sind einer Meinung, ich bin der König, ich bin der wildeste und fürchterlichste, ich bin der große böse Wolf, alle zittern und beben vor mir, alle schlottern vor Angst. Freute sich der Wolf. Ein wenig später begegnete er die 7 Zwerge. Hallo, ihr kleinen Bergarbeiter, ihr wisst doch bestimmt, wer der Stärkste im ganzen Land ist, fragte sie der Wolf. Der Stärkste im Land? Na klar wissen wir das, antworteten die Zwerge im Chor. Das sind natürlich Sie, Herr Wolf. Es ist sonnenklar und niemand kann es bestreiten. Ich bin der Schrecken des Waldes, der Allerböseste, schmetterte der Wolf. Da begegnete er einem komischen kleinen Kräuterich. Hallo, du Quabbelwabbel! Bestimmt weißt auch du, wer der Stärkste im ganzen Land ist, fragte ihn der Wolf. Aber natürlich weiß ich das, antwortete der komische kleine Kräuterich. Das ist meine Mama. Was? Du armer Wasserspar, du misslungene Antischocke, du Speckkopf, du willst wohl Ärger. Hab ich dich falsch verstanden? Also nochmal in aller Ruhe, wer ist der Stärkste im ganzen Land? Aber das habe ich dir doch schon gesagt, das ist meine Mama, die ist die Stärkste und Liebste, außer zu denen, die mir böse sind, antwortet der kleine Drache. Und du, wer bist du? Ich, antwortet der Wolf. Ich bin der liebe kleine Wolf. Und mit diesen Worten macht er sich so schnell wie möglich aus dem Staub.